Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Vorlauf zum Spiel gegen den VfR Aalen. Vorab erneut wieder die Verletztenliste bzw. Verletztenstand. Morgen fallen auf jeden Fall Cedric Euschen aus, Walter mit seinem Knöchel. Dazu wird Tim Golley ausfallen mit Oberschenkelproblem und Jason Breitenbach mit Magen-Darm. Dazu ist Mario Müller mit wegen seiner fünften gelben Karte gesperrt dahingehend. Ansonsten sind alle soweit im Training. Auch Christopher Schorsch, der am Mittwoch dann mit Maske trainiert hat nach seinem Nasenbeinbruch, steht aber dann auch für morgen zur Verfügung. Ansonsten würde ich euch wieder bitten, Fragen zu stellen. Links an Cheftrainer Dirk Locker und rechts an José Pierre Ungedica. Dann bitte voran. Ja, ich hatte zwei lange Woche zum Trainieren. Das Spiel war dann ganz gut, aber das ist das Pokalspiel, das hat man dann auch aufgearbeitet. Gab es überhaupt was aufzuarbeiten zum Trainierspiel? Ja, es gibt immer was aufzuarbeiten, natürlich. Ja, also gab auch in Freiburg gab es natürlich Situationen, die wir der Mannschaft nochmal gezeigt haben, um nochmal das eine oder andere vielleicht in gewissen Situationen besser machen zu können. Aber man müsste schon sagen, dass Freiburg schon natürlich ein gutes Spiel war von uns. Dementsprechend gab es ja jetzt nicht so viel dort aufzuarbeiten. Ich habe die Woche irgendwo gelesen, Roland Seitz hat gesagt, wieder mal von der Übermannschaft gesprochen, das übliche Geplänkel vor so einem Spiel. Beeindruckt das irgendwie noch, wenn der gegnerische Trainer sowas hat? Also wir haben auch versucht, ein bisschen was rauszufinden, aber ich weiß nicht, ob VfR Aalen da in der Region gar keinen interessiert. Also gab es einen Artikel und der war auch noch geschlossen. Also da gibt es sehr wenig Informationen, was das angeht, dass wir in diese Favoritenrolle immer wieder reingedrückt werden, auch ein Stück weit. Gut, da kann man sich irgendwann dann auch mit arrangieren. Es ist auch so, das wollen wir auch gar nicht wegschieben. Aber es ist natürlich auch so, dass Aalen natürlich auch zumindest mal sehr gestandene Regionalligamannschaft hat, dass die, wenn man sich die Ergebnisse mal anschaut, auch aus drei Niederlagen haben und gerade gegen die ambitionierten sogenannten Aufstiegsanwärter auch sehr gute Ergebnisse erzielt haben. Ja, die haben in Offenbach unentschieden gespielt, haben gegen Elversberg unentschieden gespielt, haben gegen Steinbach unentschieden gespielt. Das zeigt einfach, wie unbequem diese Mannschaft auch sein kann. Und von daher wissen wir schon, dass da auch eine gute Mannschaft auf uns wartet, die wir natürlich mit dem Heimspiel auch schlagen wollen. Aber es wird natürlich da schon drauf ankommen, dass wir bereit sind, gegen diese tiefstehende Mannschaft, die wirklich brutal über das Umschaltspiel kommt, die richtige Lösung zu finden, viel Bereitschaft haben, auch ohne Ball Wege zu machen, um immer wieder mal Lücken aufzureißen. Und wenn es das Spiel mal vielleicht auch hergeben sollte, auch eine gewisse Geduld mitbringen müssen. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir die 3-0 wegknallen, weil sie auch die drei Spiele, die sie verloren haben, auch alle drei ganz knapp waren. Also dementsprechend wissen wir schon, dass das ein harter Fight morgen wird. Wie selbstbewusst geht man jetzt an so eine Aufgabe ran? Heimspiel zu Hause, auswärts ist man wirklich ohne Fehl und Tadel, optimale Punkteausbeute. Die Punkte hat man zu Hause liegen lassen, aber wie geht man jetzt so ein Spiel an? Ja, wir gehen eigentlich so wie in jedes Spiel rein, also dass wir es voll fokussiert und wollen das halt auch natürlich gewinnen. Es ist natürlich blöd, wenn man die Punktverluste, die man hatte, zu Hause hatte. Das wollen wir natürlich dabei belassen, dass es nicht nochmal vorkommt und geben natürlich morgen halt alles, damit wir die drei Punkte morgen bei uns behalten. Ich habe mal geschaut, Aalen hat, glaube ich, bis auf die beiden Torhüter komplett neue Mannschaft dahingestellt. Ja. Wunderst du dich darüber, dass die schon so eingespielt sind? Oder? Ja, also wenn man sich die Mannschaft anguckt, klar, 24 Neuzugänge, das musst du erstmal hinbekommen, die auch innerhalb einer sechswöchigen Vorbereitungszeit so zusammenzubekommen, dass du nachher auch eine funktionierende Mannschaft auf dem Platz hast. Trotzdem ist es ein bisschen widersprüchlich, weil sie gerade zu Beginn eigentlich sehr gut aus den Startlöchern gekommen sind, gute Ergebnisse erzielt haben und eigentlich, glaube ich, jetzt in den letzten vier Spielen davon zweimal verloren haben oder in den letzten drei Spielen. Also ist eigentlich so genau das Gegenteil der Fall. Ja, untypisch, aber wir wissen schon, dass die Jungs, die dorthin gegangen sind, zumindest mal alles gestandene Regionalligaspieler sind mit richtig Qualität. Teilweise auch Spieler dabei sind, die auch höherklassig schon gespielt haben. Also dementsprechend ist es natürlich für einen Trainer schon eine Herausforderung, so viele Neuzugänge auch als Mannschaft irgendwo zusammenzufügen. Also du gehst schon davon aus, dass die sich heute ja relativ unten stehen, jetzt mit 15 Punkten.
eigentlich eher eine Mannschaft ist, die auch oben mitspielen könnte, wenn sie mal eingespielt ist? Das weiß ich nicht. Ob die das Zeug dazu haben, wirklich da oben reinzuholen, ist auch nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Aber Fakt ist, dass sie auf jeden Fall eine sehr unbequeme Mannschaft sind. Wie gesagt, man muss sich die Spiele, die Ergebnisse einfach nur anschauen. Alle Spiele waren auf Messers Schneide. Selbst in Homburg, wo sie dann 2-1 verloren haben, da waren sie, also ich glaube, da hatten sie gefühlte 10 verletzte Spieler, also wirklich mit dem allerletzten Aufgebot aufgelaufen, trotzdem nur 2-1 verloren. Das zeigt einfach, dass die Mannschaft auf jeden Fall Qualität hat. José, du bist ein positiver Mensch, aber so positiv, wie ich dich am Samstag in Freiburg erlebt habe, habe ich dich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Wie viel Frustlöser war denn dieses Tor? Nicht nur, dass der Ball dann irgendwann drin war, sondern auch die Situation an sich, das ist ja so, wir haben ja gerade schon drüber geredet, das ist eine Situation gewesen, wie wir dich kennen, seit Jahren, und dass das jetzt endlich nochmal funktioniert hat. Wie sehr hat dich dann das befreit jetzt? Also so ein Tor mit so langem Anlauf habe ich bis jetzt noch nie geschossen. Naja, ich erinnere mich gegen Mann hier ran, die Wahl. Ja, also ich meine, natürlich freut man sich immer, wenn man ein Tor erzielt. Ne? Und ich denke, in meiner Situation ist es natürlich, sage ich jetzt mal, noch mal erfreulicher, wenn man das ein oder andere Spiel dann halt nicht auf dem Platz stand. Und dann ist es natürlich immer, denke ich, immer gut für einen selbst. Natürlich auch für die Mannschaft, aber dann halt gerade beim Stand von 2-0, denke ich, noch mal ein bisschen mehr besser für sich selbst, dass man dann halt positive Signale einfach sendet und auf sich aufmerksam macht, weil man kriegt halt nicht so oft die Chance dann, und dann ist es halt immer gut, wenn man dann halt die Chance, die man kriegt, halt auch nutzt. Wenn es so eine lange Hinterwas wieder hier dabei sind, ist es wichtig, nochmal in die Mannschaft reinzukommen und zu sagen, die 3 Spiele, ich bin da, ich will auch die Punkte festsetzen. Jetzt sind wir im Pokalspiel, sondern auch für die ganze Saison, wobei natürlich im Pokal, als aller Kölner, das ist wahrscheinlich darauf brennen, da auch dabei zu sein. Mal an. Ja, um ehrlich zu sagen, ist Köln noch gar nicht so im Kopf, weil bis dahin halt noch einige Spiele sind. Und für uns ist es ja sowieso, die Meisterschaft hat die Priorität, weil ja, vom Pokalspiel können wir uns am Ende der Saison mehr oder weniger nichts kaufen. Und deswegen ist es schon erstmal wichtig, dass man jetzt auf die Meisterschaft guckt. Natürlich möchte ich mich da reinspielen. Und ich denke, ja, jede Minute oder jedes Spiel, die ich halt bekommen werde, möchte ich halt bestmöglich nutzen. Wir schon Erfahrung gehabt in Aalen? Wir haben jetzt immer wieder gegen die gespielt, das war nie, glaube ich. Ja, ich habe schon öfters gegen Aalen gespielt, allerdings ist kein Spieler, glaube ich, mehr da, gegen den ich damals gespielt habe, vielleicht noch der Torwart. Ja, also damals war das halt eine ganz andere Mannschaft, ne? Die haben da, also kann man gar nicht jetzt vergleichen mit der jetzigen. Dirk, Aalen dann nach Balingen und dann kommt zumindest von dem Namen her zu den doch interessanten Aufgaben. Ne? Wie wichtig ist es jetzt, da vorzulegen? Jedes Spiel ist wichtig, ne? Und so müssen wir jedes Spiel angehen. Das ist nicht nur so dahergesagt, aber ich denke, so ist es letztendlich, weil wir haben gesehen gegen Alzenau, wie schnell so ein Ding auch nach hinten losgehen kann, dass jede Mannschaft auch in dieser Saison in der Lage ist, uns das Leben schwer zu machen und zu besiegen. Wir waren vor dem Spiel Alzenau 5 Punkte vor und haben gemerkt, wie schnell dann 5 Punkte auch weg sein können. Auf einmal warst du 2 Spiele später punktgleich mit Steinbach. Also dementsprechend ist für uns wichtig, immer wieder das nächste Spiel auch wirklich zu sehen und das so anzunehmen, wie es dann auch der Gegner erfordert. Dass wir unsere Dinge da natürlich immer wieder durchsetzen wollen, ist klar. Aber dazu gehört es auch, sich wirklich mit dem Gegner auch immer wieder auseinanderzusetzen, sich mit dem Gegner zu beschäftigen, mit unserem Spiel zu beschäftigen und nicht den zweiten Schritt vom ersten Schritt zu machen. Ja, und es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir uns vor Offenbach oder Elversberg-Homburg auch in die Hose machen und sagen, oh, jetzt kommen da die großen Brocken. Ja, es sind am Ende des Tages genauso deutsche Mannschaften, die gleichen Mannschaften wie die anderen auch, die du letztendlich aus dem Weg räumen musst. In Freiburg gesagt, dass es mit die beste Saisonleistung war, zumindest über weite Phasen des Spiels. Es war ja ein bisschen Umformation, Fahne war gesperrt, Zellner verletzt. Die kommen beide zurück. Genießt diese Mannschaft von Freiburg, hat die erstmal einen Vertrauensvorschuss oder gibt es da doch Alpha-Tiere, die einfach spielen, weil sie besser sind?
warten wir mal ab morgen. Also Fakt ist, dass wir wirklich in Freiburg ein gutes Spiel gemacht haben, wo wir natürlich mit Zelle und Farnold zwei wichtige Säulen nicht dabei hatten. Aber die Jungs, die da gespielt haben, haben einfach gezeigt, dass man sich jederzeit auf sie verlassen kann, dass sie bereit sind, ihre Leistung auch abzurufen. Und das ist das Entscheidende. Nicht umsonst erzählen wir immer davon, dass wir jeden Spieler brauchen im Verlauf einer Saison. Und das waren genau solche Situationen, wo du einfach dann auch Qualität brauchst, um dann bei einem guten Gegner wie Freiburg auch bestehen zu können. Und das ist das A und O. Und da muss man sich ein Stück weit, so schwer es jedem Einzelnen auch fällt, immer wieder ein bisschen auch zurücknehmen und sich in den Dienst der Mannschaft stellen. Das ist einfach so, wenn du erfolgreich sein willst, wie es beim Joe phasenweise ja auch ist. Aber nur so kannst du letztendlich eine Saison auch erfolgreich bestreiten. Joe, der Trainer hat angesprochen, egal ob man mit Dirk spricht oder auch mit Markus Mann, die loben dich, sagen, unheimlich wichtig für die Mannschaft, ist der Profi, erlebt das vor, das gemeinsame Ziel. Ist das auch, weil du einer der Älteren in der Mannschaft bist und dich vielleicht immer so wahnsinnig macht wie ein 20-Jähriger, wenn du mal drei Spiele draußen bist? Oder ist das einfach dein Gemüt, dass du da positiv vorwegmarschierst? Nee, ich denke, das hat halt auch schon irgendwas im Alter und mit der Erfahrung zu tun. Weil im Laufe einer Saison ändern sich Situationen rasant schnell, gerade im Fußball. Und ich denke, wenn man sich dann direkt wegen zwei, drei Spielen irgendwie verrückt macht, dann bringt man sich eigentlich selber mehr aus dem Konzept. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass man da halt jeden Tag einfach Gas gibt und zeigt, dass die Entscheidungen von den Verantwortlichen falsch ist von seiner Sicht, also aus seiner Sicht. Und mehr kann man ja sowieso nicht machen. Ich meine, wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, schlecht gelaunt die ganze Zeit rumläuft und jedem zeigt, schadet man sich ja mehr oder weniger nur sich selbst, indem man dann halt so ein Negativloch dann halt reinkommt, ne? Weil man halt immer schlecht gelaunt ist. Ja, ich denke, so nehme ich es, also so mache ich es. Jeder Spieler ist anders, jeder Mensch tickt anders. Und ich habe jetzt so meine Erfahrung eigentlich gesammelt, dass es letztendlich nichts bringt, wenn man schlecht gelaunt ist und dann gerade, sage ich jetzt mal, Familie oder Freunde damit dann halt noch um Nerven geht. Dirk, wo sortierst du ihn denn ein jetzt rein von der Position her? Ich meine, er spielt natürlich jetzt wahrscheinlich am Wochenende links, weil der Mario Müller gesperrt ist, aber hat er auch eine Chance, vorne nochmal reinzurutschen? Ja, ich meine, grundsätzlich muss man ja schon sagen, dass das mit Sicherheit für den Joe auch keine einfache Situation ist oder war, seitdem er auch hier ist. Er wurde geholt als zentraler Stürmer, also als einer der Sturmspitzen. Haben dann gemerkt, dass wir gerade in dem Spielsystem Dreierkette mit Joe auf der linken Seite natürlich nochmal Qualität auch dazu bekommen können. Gerade wenn man die letzte Saison sieht, wo Mario auch in seinen Leistungen sehr schwankend war. Ja, und sind halt zu dieser Saison, haben wir ein Gespräch mit dem Joe geführt, ob er diese Rolle komplett annehmen möchte oder ob er sich wirklich als Stürmer sieht. Und da hat er sich den einen oder anderen Tag damit beschäftigt, ist dann zu der Erkenntnis gekommen, dass gerade wenn wir Dreierkette spielen, die linke Seite für ihn da schon eine Position ist, wo er sich auch sehr gut mit anfreunden kann. Dementsprechend ist er da jetzt in Konkurrenz mit dem Mario. Wir sehen ihn dementsprechend auch jetzt erstmal nicht als Stürmer. Aber die Saison hat ja auch schon gezeigt, dass wir ihn punktuell dann auch, wenn wir vorne mal jemanden brauchen, der so ein bisschen Power mitbringt, der Körper mitbringt, der so eine gewisse Wucht auch hat, dass wir den Joe auch vorne reinstellen können. Dementsprechend ist das natürlich gut, dass man diese Option nach wie vor noch hat. Und ich glaube, in Steinbach bist du vorne reingekommen, Joe, da hast du dann das zweite Tor gemacht. Also dementsprechend ist das natürlich schon so, dass gerade wenn man ihn einwechselt, auch flexibel einsetzbar ist. Wie passt denn der Theo Herr in das ganze Konzept? Ja, ganz anderer Spielertyp. Ne? Ist er, glaube ich, gefühlte 30 Kilo leichter und wesentlich leichtfüßiger Spieler. Ein Spieler, der mitspielen will. Joe ist einer, der ein bisschen Raum braucht, der Platz braucht, um seine Wucht auch ans Rollen zu kriegen, so wie beim 3-0 letzte Woche. Theo ist dann ein ganz anderer Spieler, aber mit Sicherheit auch ein Spieler, den wir jetzt nicht Honig ums Maul schmieren und sagen, du bist nächste Woche einer unserer wichtigsten Spieler, den wollen wir schon vernünftig heranführen. Über Spielpraxis, entweder über Saarland-Pokal oder auch punktuell vielleicht mal U19, das wird man sehen. Für ihn ist es erstmal wichtig, auch im Seniorenbereich hier regelmäßig mitzutrainieren und seine körperliche Voraussetzung erstmal zu bekommen. Joe Handaufsherz, wie sehr kann man nach den Spielen der Konkurrenz, wie sehr guckt ihr, wie zum Beispiel Steinbach spielt? Ja, jetzt, also auf Steinbach gucke ich nur, weil da ein Kumpel von mir spielt. Wer ist
Dino Bisanovic. Und man hat eigentlich so einen recht guten Kontakt und schreibt eigentlich fast immer so und deswegen, also miteinander. Und deswegen guckt man halt da. Aber jetzt so auf die anderen wirklich schauen, tun wir jetzt noch nicht so arg, weil die Saison einfach noch viel zu lang ist. Und wir einfach ganz genau wissen, dass wenn wir unsere Hausaufgaben erfüllen, kann es uns letztendlich egal sein, was die anderen machen. Und wie gesagt, wir haben ja noch einige Spiele, beziehungsweise sogar noch zwei Spiele gegen die unsere direkten Verfolger bis auf Steinbach. Und wir haben ja alles, die sind ja, sage ich jetzt mal, jetzt in einer Position, wo wir nicht darauf angewiesen sind, was die anderen machen. Allgemeine Frage, warum ist TC Eugen schon mal gesperrt? Oder wäre gesperrt? Welcher Punkt? Das ist auch so, es liegt am saarländischen Fußballverband bzw. der Spielordnung des saarländischen Fußballverbands. Wenn ein Fußballspieler innerhalb von weniger als 4 Monaten zweimal einen Vertrag unterschreibt, dann ist er gesperrt laut saarländischer Spielordnung. Es gilt aber eigentlich für Amateurspieler, insbesondere wenn sie ohne Zustimmung des Vereins den Wechsel antreten. Das ist hier aber ein anderer Sachverhalt. Wir haben eine Sperre von 2 Spielen akzeptiert, weil Cedric jetzt zum einen verletzt ist und es, glaube ich, schwierig vermittelbar wäre, Cedric gegenüber zu sagen, in 4 Wochen, wenn wir uns mit dem SFV weiterhin streiten, weil die auf eine Rückmeldung vom DFB warten zu der Thematik, ihm dann zu sagen, du bist 2 Spiele gesperrt. Also daher rührt diese Sperre, die jetzt aber mit dem Spiel gegen Aalen dann auch abgelaufen ist. Der Sachverhalt an sich, Spielordnung SFV und Spielordnung DFB, gemünzt auch auf das Thema Profi-Dasein, weil Cedric ist ein Fußballprofi und in Deutschland gibt es nun mal, was die hauptberufliche Tätigkeit angeht, eine freie Berufswahl. Also wäre das komplett konträr. Deswegen ist er jetzt gesperrt, aber auf der anderen Seite einfach sowieso verletzt. Also das ist eine Thematik, die wir derzeit diskutieren mit dem SFV-DFB. Er ist gesperrt worden, weil er einen Arbeitgeber gewechselt hat. Genau, also der hat ja zum 1.7. schlussendlich in Wiesbaden. Bitte? Das gibt es nur im Arbeitgeber. Ja, es gibt so einen Querverweis auch bei der Spielordnung des DFB, aber es ist eher anzuwenden auf dem Amateurbereich. Also die Kollegen von Homburg haben das Gleiche auch erfahren von dem Spieler, der, glaube ich, von den Stuttgarter Kickers dahin gewechselt ist. Ist aber, wie gesagt, es widerspricht halt geltendem Arbeitsrecht eigentlich, wenn du hauptberuflich einer Tätigkeit nachgehst. Und das wird aktuell geklärt, deswegen ist Cedric jetzt gesperrt noch. Aber ja, die Diskussion läuft noch, ist nicht ganz nachvollziehbar, weil es eigentlich eher nur für den Amateurbereich zu sehen ist und konträr wäre mit der freien Berufswahl in Deutschland. Er war aber bei 1 oder 2 Spielen auch im Kader, ist nicht eingewechselt worden, hat das irgendeinen... Nee, das hatte nichts damit zu tun schlussendlich, weil dieses Anschreiben oder dieses Verfahren an sich erst später vom SFV angestoßen wurde. Also da ist jetzt nichts irgendwie zu befürchten, was es angeht.